Guten Morgen! Ausgehend von einer Facebook-Empfehlung von einem von euch habe ich mir jetzt Oreganoöl gekauft, welches als das Wundermittel innerhalb der Naturheilkunde gegen viele entzündliche Sachen propagiert wird. Wie ihr ja wisst, habe ich seit 7 Jahren einen Zahn, der entzündet ist und eigentlich wurzelbehandelt werden müsste. Da ich aber nicht auf die Spritze und auch nicht auf das Lachgas reagiere, sondern die Schmerzen zu 100% spüre, müsste ich mich auf eine Vollnarkose einlassen und die entsprechenden Risiken. Da habe ich bisher drauf verzichtet. Auch aus dem Grund, da der Zahn zwar entzündet ist, aber nicht schmerzt, wenn man ihn nicht belastet. Ich habe also keine spürbaren Probleme. Aber über kurz oder lang werde ich wahrscheinlich auch da was machen müssen und aber auch wollen. Auch wenn der ein oder andere meint, dass durch die Rohkost der Zahn eventuell wieder geheilt werden könnte, ja, bin ich da skeptisch. Zumindest auch aus ärztlicher Sicht, aus fachärztlicher Sicht vom Zahnarzt, sind der Meinung, dass nach 7 Jahren da nichts mehr gesund wird oder der Zahn sich irgendwie beruhigt. Aber ja, hin und wieder hat von euch mal eine Idee, wie man so die Entzündung zu Leibe rücken könnte und was probieren. Und da habe ich das gehört mit dem Oreganoöl und fand das eigentlich ganz interessant, weil es halt was Natürliches ist. Eine andere Alternative wäre natürlich ja, eine Möglichkeit zu finden, wie ich die Zahnnerven abtöte. Dann kann ich den Zahn natürlich ganz auch einfach ziehen lassen. Aber wie dem auch sei, jetzt habe ich die Empfehlung bekommen, Oreganoöl auszuprobieren. Und ich habe es nun einmal genutzt und möchte mein erstes Feedback dazu abgeben. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Schärferes in meinem Mund gehabt. Ich dachte erst, ich müsste ersticken und ja, wusste überhaupt nicht, wohin mit meinen Schmerzen. Ich bin ja an sich schon empfindlich gegen Schärfe und ja, entsprechend ist die Wirkung wohl durch mich nochmal intensiver wahrgenommen worden, als sie ohnehin schon ist. Aber das ist echt so ultrascharf und das brennt sich über Stunden in den Mundraum ein, dass ich ja, durchaus eine gewisse Hoffnung habe, dass das eventuell wirklich was bringen könnte. Zumindest hat es einen Effekt. Bis jetzt nur Schmerzen, aber mal abwarten. Ja, das fühlt sich an wie pure Säure, ist aber 100% reines Oreganoöl. Ich werde euch darüber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, aber bitte teilt mir eure Erfahrung mit zu dem Öl. Ich tue mir jeden Tag in den offenen Zahn was reinträufeln und werde das eine Woche durchhalten. Generell kann ich mir schon vorstellen, dass das unglaublich positive Feedback, was man bei den Amazon-Rezensionen sehen kann, den Link habe ich euch unten reingepackt in die Infobox, schon echt ist und dass es den meisten hilft. Aber den meisten, die wollen entzündeten Hals, was natürlich eine ganz andere Liga ist, behandeln, wie so ein Zahn, der seit 7 Jahren entzündet ist. Aber no risk, no fun und ich bin sehr, sehr gespannt. Ansonsten bin ich ja jetzt in meiner 8. Woche der Rohkost und mein Ziel auf jeden Fall mindestens 2 Monate rohköstlich zu leben ziemlich nah und ich kann eigentlich schon vor dem endgültigen Resümee sagen, dass ich mit Sicherheit ja, weiter rohköstlich unterwegs sein werde. Die Frage ist, wie oft ich wirklich mal meinen Gelüsten nach Kartoffeln und Co. nachgehen werde und ich bin auch gespannt, wie ich erstmalig wieder darauf reagieren werde. Das wird dann aber auch die Zeit zeigen, aber das seht ihr dann immer in den entsprechenden wöchentlichen Food Diaries und in meinem Tagebuch natürlich. Es wird aber an dem Grundgefühl nichts ändern, dass Rohkost für mich die optimale Ernährung darstellt und ich stand jetzt ja, sie auch weiter aufrechterhalten werde. Rohkost ist einfach, was das Körpergefühl angeht. Solange man Obst nicht zu exzessiv einsetzt, was mir auch nicht immer gelingt, einfach die wirklich für mich perfekte Ernährungsform, das spüre ich mit jeder Phase meines Körpers oder auch mein Medikament Nummer 1, was ich bei jeglicher Form der Erkrankung, die ich erhalten sollte, wie Krebs oder eine Autoimmunerkrankheit oder psychische Störung, was ich da empfehlen würde. Es fühlt sich einfach so richtig an, wisst ihr? So richtig, einfach richtig. Aber ausführliches Feedback dann am Ende der Woche. Das Food Diary von letzter Woche findet ihr oben in den Infokarten. Ja, auch diese Woche stehe ich wieder ab um 8 am Donnerstag live zur Verfügung für ja,
Gespräche mit euch oder halt Monologe. Vorige Woche war das erste Mal, wo keiner der Anwesenden den Wunsch hatte, direkt mit mir zu reden und lieber im Chat das eingetippt hat und ja, ich trotzdem alle Fragen aus dem Chat beantwortet habe. Aber auch das in Ordnung. So ist das Format zwar nicht konzipiert, aber ja, drauf geschissen. Wenn es euch hilft und ihr euch ja nicht getraut anzurufen, dann beantworte ich euch ja auch alleine die Fragen vor der Kamera und ja, setze mich mit euren Statements auseinander. Aber Vorrang hat natürlich immer der Anrufer und ja, wenn es nur im Chat Fragen gibt, ne, dann werde ich halt von 8 bis 9 für euch da sein und das dann beantworten. Aber pünktlich um 9 dann auch Schluss machen. Bei direkten Gesprächen habe ich jetzt bisher immer bis mindestens 10 Uhr gehen lassen, weil ich ja einfach nicht irgendwas abbrechen will, nur wegen der Zeit, wenn es interessant ist. Ja, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wie ihr mit Situationen umgeht oder euren Frust ablassen wollt, Donnerstag um 8 ist eure Zeit, wo ich mich auf euch freue. Also, heute Thema Oreganoöl. Habt ihr das schon einmal probiert und Erfahrungen damit? Was haltet ihr davon? Mein Mund ist jedenfalls noch von gestern rund um die Lippe hier durchaus noch etwas taub. Und die Schärfe gestern stundenlang, das war echt höllisch. Food Diary von letzter Woche, wie gesagt, kommt gleich, ist oben verlinkt und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.